So, was gibt's denn zum Sagen? Jetzt fahren wir zum Basics. Der kommt einfach in so eine Plastikverpackung und da ist nur der Drehmomentschlüssel dran. Und die Bedienungsanleitung, die leider nicht mehr finden kann. Maße sein. Ist ziemlich genau. 27 cm lang. Zack, ziemlich genau. 27 cm lang. Und der neutrale Position links und rechts. Und ja, dann der verschiedene. Da seht ihr es, 3,95, 5,65, 7,34, 9,03, 10,7, 12,4, 14,4. Dann 15,8, 17,5, 19,2, 20,9, 22,5. Außerdem in Inchbounds hat das auch. Geht von 35 bis 200. Also der ist, wie es ausschaut, eher für den amerikanischen Markt gedacht, weil die Inchbounds sieht man sehr schön eigentlich in ganzen Zahlen. So kann man verstellen. Diesmal auf 5,65. Und ja. Gewicht schauen wir uns gleich an. 560 Gramm. Fühlt sich wertig an. Einmal so ein Basics oben eingraviert. Und ja, viel gibt es nicht zum Sagen eigentlich noch. Wir schauen uns gleich mal an, wie viele Zähne er noch hat. Das war es eigentlich. Die Genauigkeit werdet ihr eh gleich sehen. Preis werdet ihr sehen. Zähne werden wir uns anschauen. Und das Gewicht haben wir. Und ja. Länge haben wir auch. Schaut euch an für 10. Also wir starten leicht nach oben links. Jetzt schauen wir. 22, 23, 24. 24 Zähne hat er dann. Zwei Zentimeter, 1,9 mit dem mit der Aufnahme sind es nicht ganz 2,5 Zentimeter. Also relativ kompakt, seht ihr selber. Da wird er etwas dicker, da ist er schmaler etwas vorne. Ja, also insgesamt bin ich zufrieden. Das Ergebnis schauen wir uns dann zusammen an. So, Drehmoment ist eingestellt. Wir können sehen, auf 3,95 Newtonmeter. Komma 9 Newtonmeter. Gut. Jetzt stellen wir es eine Stufe weiter. Nächste Stufe ist 5,65. Schauen wir. Sechs Komma zwei Newtonmeter. Fünf Komma sechs fünf waren eingestellt.
6,2. Weiter. 7,34 Newtonmeter. Sechs Komma sieben Newtonmeter. Sind wir bei 10,7 Newtonmeter. Zehn Komma sechs Newtonmeter. Zehn Komma sechs Newtonmeter. 12,4. 12,4 Newtonmeter. 12,4. Hier steht auch 12,4. 14,4, mache ich das nur ja, schnell. 14,3. 20 Newtonmeter, 20,8. 20,9, aber es sind 21,6. Finde ich trotzdem super. Also, hey, in jedem Bereich genau. Da haben wir so ein Basics. Also, Drehmoment-Test absolut bestanden. Wir schauen uns die Werte nochmal an. Sehr begeistert. Also, für das Geld phänomenal, so kleiner Schlüssel. Sehr, 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 sehr gut. Wirklich für das Geld super. So, maximales Drehmoment vom Amazon Basics Drehmomentschlüssel Viertel Zoll. 22,5 Newtonmeter. Schauen wir, wann er auslöst. Perfekt. 21,9. 22,5 eingestellt. Sehr gut. So, da sehen wir nun die durchschnittliche Abweichung in Prozent. 36 heißt 3,6%. Das ist die durchschnittliche Abweichung vom Amazon Basics Drehmomentschlüssel. So, das ist der Preis in Euro. Viel gibt es da nicht zum Sagen. 30 Euro kostet er. Viel gibt es nicht mehr zum Sagen. Also, für das Geld bin ich mega zufrieden, kann man nicht anders sagen. Vielleicht mit den 24 Zähnen wird es knapp auf engem Raum. So, wie ihr sehen könnt, das ist die Punktevergabe. Punktevergabe habe ich nach bestem Gewissen versucht einzuteilen. Ich hoffe, das so passt. In Zukunft kann ich es ändern. Gewicht habe ich 47 Punkte vergeben. Beim Preis sind es 85, bei den Zähnen sind es 33. Bei der Höhe sind es 60 Punkte, bei der Genauigkeit sind es 64. Bei der Einstellbarkeit 38 und die Punkte gesamt ergeben dann 327 Punkte. Da ist Erklärung für die Punktezusammenstellung, dass ihr versteht, wie die Punkte sich zusammensetzen. Danke fürs Schauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Servus, ciao.